Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Wildlands. Ja, wir sind gerade immer noch bei den nein. Hier haben wir eine Anti-Air-Gun oder Raketen-Ding. Genau, ich würde sagen, alles gut. Wir sind gerade auf dem Weg zu einer Fabrik, wo sie irgendwie irgendwas mit Kartoffeln machen. Sie tun die das Kokain in die Kartoffeln rein. Und die Drohne ist oben. Sollten wir dann mal überprüfen. Sehr ein Luftabwehrsystem. Ja, das haben wir schon gemerkt. Ich sehe einen Scharfschützen. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Das macht 5. Ich sehe einen Hauptmann. Es gibt Alarm. Okay, aber den Anfang haben wir schon. Gut, 300. 373 Meter. Okay, Moment. Das wird interessant. Warte, ich übe erstmal. Ah, verdammt. Die Dinger sind auf der falschen Seite. Da ist noch einer. Warte. Ich schau mal ganz kurz zu den. Okay. Ah, doch, die würde ich sogar. Da ist eine montierte Waffe. Die würde ich sogar erreichen. Aber den hinten nicht, okay. Okay. Der Alarm ist deaktiviert. Sowas finde ich geil. Das war scheiße knapp. 400. Also 400 Meter. Also, das ist 0, das ist 1, 2, 3, 4, denke ich mal. Das ist 400 irgendwas. Ich ziehe mal ganz oben hin. Erstmal nachladen. Sehe nicht, wo ich hintreffe. Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Okay, also nochmal. Gut. Das ist so ein kleiner Pups. Das war so knapp. No podemos alcanzar esos puntos. Manden el punto vehículo. Escuchamos. Hay una
es tauchen noch mehr von den Arschlöchern auf. Vor allem Richtung Norden. Oh, hier müssen wir. Schade, das wäre jetzt ein richtig cooler Schuss gewesen. Okay. Aber an sich als Scharfschütze sollte man ja eh quasi einen Schuss machen und dann ja quasi weggehen und ein neues eine neue Position einnehmen. Oh, wie knapp das war mit dem einen. Ja, hier ist noch einer. Zielt auf die Transportbänder. Ohne sie läuft die Fertigungsstraße nicht. Okay. Alarm ist aus. Das war der letzte Alarm. Aus der Luft kriegen die keine Verstärkung mehr. Das ist die Quinoa-Fabrik. Wenn wir reinkommen und die Fließbänder lahmlegen, fällt die gesamte Anlage aus. Mhm, das ist wichtig. Durchflutschen. Wie lange die jetzt in Hub 8 Stellung sind. Was?
Okay, bin unterwegs. Suche eine bessere Schusslinie. Geh auf neue Position. Ich sehe das Ziel. Verstanden, unterwegs. Ziel markiert. Kein Ziel. Wiederhole. Kein Ziel. Dann muss ich die selbst drücken. Ein Sniper, runter! Greife an. Granate, volle Deckung. Ja, ich bin da. Mist, Scharfschütze. Ja, naja. Ja, wer? Die wollen hier lang. Ja, kann sie machen. Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Thank you.
Tja, High Ground, ne? Wir haben den High Ground. Ja, Na, was für eine Sauerei. Ja. Granate fliegt. Nehmt das. Ja, das war alles andere als super. Aber hier müssen wir Informationen finden können. Aber Granate war cool. Fliegt. Granate kommt. Come mierda, culeros. Zeit abzuziehen, bevor die Verstärkung anrückt. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Genau, da finden wir ja die Oldtimer, genau. Genau, dann ein bisschen Muni. Okay, alles sauber. So, hier gibt's noch mal eine Info. Ich hoffe, irgendwas Interessantes. Nee. Ich weiß, wo eine SB-Funkantenne steht. Gehen wir sie abschalten. Nö. So, wo ist unser Heli? Der müsste hier irgendwo in den Bergen sein. Ah, da ist noch eine Datei. Ernsthaft da draußen. Naja, ein Vierer-Team hat eine ganze Station auseinandergenommen. Okay. Schon krass, ne? Mit einem Sniper einfach so einen Militärhubschrauber abzuschießen. Ja, so ganz richtig. Ich habe zum ersten Mal Elway mit verbrannter Fresse gesehen. Falls du glaubst, dass er nicht mehr arbeitet, dann vergiss es. Der Mann ist eine Maschine. Sein Gesicht ist komplett in Moll eingehüllt, wie eine Mumie. Und er führt mich immer noch durch die Minen. Ich mag den Typ. Wenn er kein Krimineller wäre, wäre er die Schlagzeile der Woche. Das Gesicht weggebrannt, doch nur ein paar Wochen später ist er darüber weg und leitet eine Pyrolusitmine. Wir müssen wachsam sein. Elway will sich an dem Unidad-Hauptmann rächen, der ihm das Gesicht weggeblasen hat. Weißt du, in der Mine, nach zahlreichen Abstechern in verschiedene Seitenarme, habe ich erkannt, dass die Minenarbeiter wissen, wer ich bin. Ich bin so lange mit diesen Bolivianern zusammen, dass ich für sie ein Butchon des Kartells bin. Du weißt, dass ich versuche, nett und freundlich zu sein, aber diese Minenarbeiter reagieren, als würde ich ihnen eine Knarre an den Kopf halten. Es ist verrückt, wenn jeder, den du ansiehst, sich vor Angst in die Hose scheißt. Es fällt schwer, sich zu erinnern, dass ich eigentlich der Gute bin. So, wo ist der Helikopter? Irgendwo da drüben, glaube ich, hinter den Felsen. Im Norden auf jeden Fall, weil sie haben gesagt, der Schuss kam von Norden, weil sie es genau wussten. Wobei, also das kann gut sein, ja. Dass sie es wussten, weil der eine, ja. Komm, den einen habe ich ja angeschossen. Oder knapp verfehlt und der muss ja wissen, woher. Na gut. Da ist unser Hubschrauber. Schön versteckt liegt er da.
Dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Queste mit Wir haben die Koordinaten einer Hinterhofklinik, wo das Kartell Drogen konsumiert. Ich mach das, ich fliege. Dieser Scheiß muss aufhören. Gehen Sie zur Klinik, finden Sie die sogenannten Ärzte und schalten Sie sie aus. I will do it. Nice. Gut. Diese sogenannten Ärzte. Ist schon krass, wenn man als Arzt sowas macht, ne? Schön, den meinen. Ist das ein Friedhof? Ja, das ist ein Friedhof. Ein bisschen makaber, ne? Setze Drohne ein. Scharfschütze im Turm. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Und das macht 3. Hey, seht ihr den Bau da drüben? Sieht aus wie eine Methadonklinik. Das war mal die Apotheke der Stadt. Jetzt bestückt das Kartell hier die Kuriere. Du meinst, die müssen das Zeug schlucken? Oral ist eine Möglichkeit. Wo eine Körperöffnung ist, stopfen sie auch Koks rein. Und wenn ihnen die Löcher ausgehen, gibt es noch die Chirurgie. Ja, aber echt. Schon wieder ein Heli. Ich sehe zwei Sicarios. Drüben bei der Kippe. Also haben sie eine Kippe an, oder... Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Wir nähern uns dem Ziel. Bereit machen. An diesem Scheißort machen die chirurgische Eingriffe? Echt? Die Patienten sind den Ärzten scheißegal. Ihre einzige Sorge gilt dem Transport des Produkts. Bereiten wir ihnen andere Sorgen. Durchsucht das Gebäude und schaltet die Ärzte aus. Zwei Sicarios. Da, neben dem Nahrungscontainer. So ein Scheiß, du kannst die Leiche gar nicht sehen. Dieser. Okay, nichts passiert. Okay. Na gut. Na gut, dann. Wartet, Waffenkiste entdeckt. Vielleicht konnte er ja die Leiche sehen. Kurz mal hier hoch, weil hier oben ist auch einer. So, bevor er irgendwann später uns Kopf zerbrechen gibt, bereitet. Kartellschütze. Sag mir wo. Am Hubschrauber. Wir haben sie aufgescheucht. Der Leutnant flieht. Bleib zurück. Der Tango könnte dich sehen.
Mit dem sind's 5. Okay, aufatmen. Ich sehe einen Narko. Nahe am Eli. Das war scheiße knapp. Die Ärzte sind tot. Ziel erreicht. Die Klinik ist geschlossen. Pappen wir ein Bio-Gefahrschild an die Tür und rücken ab. Ich gehe noch mal kurz hier rein. Weil hier sollte irgendwo noch eine Datei sein. Jo, ein Zeitungsartikel über den Tod eines Bolivianers am Miami International Airport. Bei der Autopsie sind in seinen Magen 14 Tütchen mit Kokain zum Vorschein gekommen. 4 der Tütchen waren geplatzt und die Überdosis hat zum Herzstillstand geführt. Ja, ja. Energy Drink der Chemiker. Machen wir mal die Energy. Wir wissen von einer neuen Art von flüssigem Kokain, das in Energy Drink Flaschen außer Landes geschmuggelt wird. Dringen Sie in die Getränkefabrik ein und zerstören Sie die Lagertanks. Gut. Fertig. Gut, und damit sind wir auch mit der Folge schon wieder fertig. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Dutch. Und ja, nächstes Mal holen wir uns die Energy Drinks und vernichten sie. Bis dahin. Macht's gut. Bye bye. Sieht gut aus. Kommt.